Und da bin ich auch wieder. Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin Fanlöhe, Gameplays als Hobby und ich habe es mir anders überlegt. Ich mache noch ein viertes Video. Dies wird aber das letzte sein, weil ich noch unbedingt Rise of the Tomb Raider, den Zusatzlevel so gesehen, machen möchte und aufnehmen möchte, bevor ich den dritten Teil Shadow of the Tomb Raider zocke. Und ja. Also, das letzte Video von dieser Aufnahmesession von Pokémon Tekken DX beginnt jetzt. Wir suchen den nächsten Kampf, wir behalten Knackrack. Mit denen haben wir doch die besten Chancen zu gewinnen. Und hoffen, dass wir natürlich auch noch ein paar Siege einheimsen, bevor wir hier fertig sind. Giacomo wieder, aus Italien 222 Siege mit Xerox. Mir kommt es so vor, als ob, wenn, nachdem wir jetzt Knackrack ausgewählt hatten im letzten Video, kriegen wir die Chancen über uns... überall uns zu revanchieren. Eigentlich sehr nett von der Computer, also vom Computer, das so auszuwählen. Schauen wir mal, ob es in Erfüllung geht. So natürlich nicht. Hey, ich konnte noch nicht mal meinen Schutz machen. Jetzt geht's aber. Nein! Ah. Hab ich ihn! Scheiße! Jawoll! Er hat zu früh den Block losgelassen. 1-0! Ah, er ist eine Gruppe über mir. Schaffen wir das? Eieieiei. Nein! Ich hüpfe den doch volle Kanne rein mal wieder. Ah! 1-1. Bitte warten. Überlebe ich das oder bin ich besiegt? Ah, könnte ich überleben. Ah. Oh, er lässt wieder Feuer los. Oh Mann! Gibt's doch nicht!
Lief aber eindeutig besser als mit Wrestler Pikachu. Aber Glückwunsch auf jeden Fall. Und Glücksbonus. Was will ich mit dem ganzen Geld? Wenn ich es mir nicht ausdrucken kann, brauche ich es nicht. Okay, wir suchen den nächsten Gegner. Vielleicht der letzte. Für heute. Aufnahmesession-mäßig. Wen haben wir da? Italien 600 Siege. Robof Zero mit Mewtwo. Kein leichtes Spiel. Auch Gruppe C 5. Er bleibt wohl irgendwie hängen, obwohl er schon 600 Siege hat. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir eine Chance gegen ihn. Vielleicht geht es ihm so wie mir. Zu lange gespielt oder zu lange nicht mehr gespielt. Haben wir Ruhe. Na toll. Voll hinter ihn gelandet. Ach komm. Warum habe ich den nicht gegriffen? Ich drücke Schutz, aber es bringt mir nichts. War knapp. Vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Na toll. Ach komm, ich hab den getroffen. Was soll der Mist? Oh, Mann, dann halt so. 1-1. Sehr schön. Oh Mann, von Löhr macht keinen Blödsinn. Shit, ich wollte greifen. Oh. Wie jetzt? Oh Mann. Kann doch echt nicht wahr sein. Nein! Jawohl, geht doch.
Ja! Und da ist er! Der Sieg gegen jemanden mit 607. Und die Freude ist natürlich groß. Junge, Junge. 5-Sterne-Bewertung. Plus 100 Punkte. Wir haben aber schon wieder einige verloren. Sehr schön. Zum Abschluss so gesehen nochmal ein Sieg gegen einen wirklich guten Spieler. War ein guter Kampf. Ich weiß leider deinen Namen nicht mehr. Und alles mit einem Dollarzeichen und Hashtag. ja, wunderbar. Der letzte Kampf hat mir selber sehr gut gefallen. Auch wenn, ich bin jetzt nicht selbstverliebt oder sowas. Aber ich nehme an, der letzte Kampf könnte einem gut gefallen. Sagen wir es mal so. Und wenn es euch gefällt oder gefallen hat, dann dürft ihr mir natürlich gerne einen Daumen oben da lassen. Und ein Abo, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, neu bei mir seid. Falls ihr neu seid, herzlich willkommen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Video oder auch bei einem anderen Let's Play von mir. Und ja, wünsche euch noch viel Spaß bei mir auf der YouTube-Seite und auf YouTube generell. Das war Pokémon Tekken DX auf der Nintendo Switch mit mir von Nöhr, Gameplays als Hobby. Und auf Wiedersehen. Tschüss.